Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Amazing Dilbar. Heute gucken wir uns eine talentierte junge Dame an, die aufmerksam bekommen hat durch das Format America's Got Talent. Ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal an und gucken, wer diese junge Dame ist und was sie so drauf hat. Let's go! Leute, ich habe schon mal den Part vorgespielt. Ich fasse kurz zusammen. Ein 17-jähriges Mädchen namens Putri Ariani aus Indonesien. Sie hat, soweit ich es sehen kann, eine Sehbehinderung und wird jetzt singen quasi. Und spielt dabei sogar Klavier. Die ist richtig süß, ist sie. So jung auch noch. Sie ist das erste Mal in Amerika, hat sie gesagt. Okay, ich bin sehr gespannt. I remember when we still were. You love your voice and your bright eyes. We together in this love. Friends will forever. Oh my gosh. Wow. Eine sehr zarte, schöne Stimme. Wirklich. Ach, wisst ihr mal, ich schaffe es in manchen Tagen nicht mal meine Hose richtig herum anzuziehen. Und sie spielt einfach Klavier, als wäre es. Wow. 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 Das war richtig cool. Und dann diese kleine. Wie sagt man das? Wow, warte. Das. Wow. Mit was für einem Gefühl auch, ne? Mit so viel Gefühl singt sie das. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, Leute, ihr wisst nicht, was mich an diesen Shows so stört. Immer dieses Dazwischengeklatsche. Ich meine, ich weiß, warum sie das machen. Das ist ein Zeichen der Anerkennung, dass ihnen das gefällt. Zuspruch für die Person, die gerade ihr Talent zeigt. Natürlich, nichts dagegen einzuwenden. Aber während sie dann singt, dann stört mich das einfach. Wisst ihr, was ich meine? Ich hasse das. Wisst ihr, dann höre ich die nicht mehr richtig. Wow. Wow. Wie lange sie den Ton auch halten kann. Wenn ihr es mal selber zu Hause probiert, einen Ton so lange zu halten, in dieser Tonlage, ihr werdet wahrscheinlich versagen. Sehr schön. You break my heart, break my home, make me so down in a loneliness. You let me when I'm in love. Damn, Gänsehaut. Siehst du, ich höre sie jetzt nicht mehr richtig, weil ihr alle dazwischen klatscht, Mann. No hate, aber. Hammer. Wow, wirklich. Mit so viel Gefühl gesungen. Sie zeigt, glaube ich, dass sich kein Handicap daran hindern kann, Träume zu verwirklichen. In dem Sinne, wie sie Klavier spielt und dabei singt,
mit 100%iger Leistung. Also wirklich, sie hat so eine schöne Stimmfarbe für 17 Jahre, so eine Leistung abzuliefern, Leute. Also, Putri Ariani, echt Hut ab, wirklich. Jetzt dürft ihr klatschen. Ja, klatscht. Diese süß. Die Eltern, ne? Passiert. This is Simon. This is Simon. Simon. Yeah. Her voice is amazing. Yes. And you have father. Yes, I'm father. Very nice to meet you. Yes, wie süß. Support von den Eltern. Top. Yeah. Yeah. You want to sing for Pokemon? Yeah. Yeah. So you want to sing it for you? Yes. Süß. Wie er läuft. What did you want? Well, what did you want? Another song? Did you like that one? I just said to Putri, I like her voice Putri. So much. Thank I you want so her much, to sing a second song, please. Der ist ja eigentlich so bekannt, dass er auch sehr hart sein kann, ne? Aber wenn er so reagiert, dann hast du echt schon mal gewonnen. Er hat ja auch ja, den Golden Buzzer. This song reagieren. Is special for you, Simon. Cute. Well, thank you. John. What I gotta do to make you care. Wow, Songwahl ist mal wirklich. Liebe es jetzt schon mal. Wow. What do I do when lightning strikes me? When lightning strikes me. Wow. And I wake to find that you're not. Leute, ihr Gefühl ist wirklich saut. So gut. Und sie arbeitet ja auch wirklich mit laut und leise singen. Wisst ihr, was ich meine? An manchen Stellen ist sie laut, an manchen leiser. Und dann mit diesen Schlenkern, mit diesem Gefühl, ach so, das ist wirklich sehr schön. Siehst du? Also wirklich, ne? Sie packt ein. Sie fühlt das in diesem Moment. Ich habe das Gefühl, so während sie das singt, sie ist in ihrer Blase. Wisst ihr, was ich meine? Sie nimmt das von außen nicht wirklich wahr. Sie konzentriert sich auf das, was sie gerade von sich gibt. Mit 100%igem Gefühl. Wenn nicht, dann sogar 120%. Wow. Du fühlst es direkt. Das ist unglaublich. It's sad, so sad. Wow, Gänsehaut, ehrlich. Seid leise. My God.
Also ich glaube, seine Reaktion zeigt eigentlich schon eindeutig. Er war wirklich so gefangen in ihrem Gesang, wisst ihr, was ich meine? In ihrer Performance. Ja, Leute, das war Putri Ariyani, 17 Jahre alt aus Indonesien. Also ich bin wirklich, sie hat einfach aus diesem Elton John Song ihren eigenen Song gemacht und 150% Gefühl reingesteckt. Also sie hat sich meiner Meinung nach den Golden Buzzer hundertprozentig verdient. Und ich bin froh, dass sie so viel Aufmerksamkeit erreichen konnte durch dieses Format. Das ist das Gute, was ich an diesen Formaten finde. Sprich, du kannst viel Aufmerksamkeit erreichen, wenn du wirklich Talent hast. Und das verbreitet wird durch die Medien, was auch immer, ne? Und sie hat sich das definitiv verdient, weil sie hat mehr als Talent. Das ist wirklich so gut gewesen, was ich jetzt gerade von ihr gehört habe. Weil wenn es das jetzt zum Beispiel als Spotify-Version gäbe, ohne dieses Dazwischenklatschen, das mag ich halt nicht an diesen Formaten. Das ist nur meine Meinung, ne? Das ist kein Hate und ich verstehe auch, wenn man das macht. Aber das zerstört so ein bisschen diese ganzen Auftritte, wisst ihr, was ich meine? Aber jetzt davon abgesehen, Putri Ariani, Hut ab, wirklich tolle Leistung und ich hoffe, sie wird alle ihre Ziele erreichen können und zeigt damit auch, dass du alles erreichen kannst, wenn du willst und was dafür tust. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir mehr von ihr hören werden. Ich bin mir aber sicher, dass wir das tun werden. Und Putri Ariani, ein Herz an dich aus Deutschland. Ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, folgt und liked für mehr Videos in Zukunft, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Ansonsten passt auf euch auf und see you. Bye bye.